Ja, das sieht ja wie ein perfekter Morgen aus. Also heute Morgen gehen wir auf kleine Inselchen, die hier vor der Küste sind. Das muss ich mir mal jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Beautiful. Also. Bueno, señores, en este primer recorrido veníamos navegando parte de lo que conocemos como el Golfo del Silan, entre 20 y 28 metros de profundidad. Por otra parte, el archipiélago de San Fernando está compuesto por 10 islas. La primera la conservamos acá. No, they're introduced to the whole region. Yeah, yeah. It is all of those animals are introduced in farms. They should have partners. They shouldn't be by themselves. ¿Qué le dijo? De los ladrones entrar a robar con antipas. So cute. Because of his eyes. Él no tiene amigo. There's a real problem in the city. ¿Qué me dijo? It's big because of what they eat. I think everyone knows that. Yeah. Because of nutrition of this fish. Yeah, it is shrimp. Yeah. Coloca un huevo anualmente, ya que a los 28 días es llevar. Take a photo from here. Das hier ist eine Insel, die ist so groß wie ein Fußballfeld. Da sind etwa 1000 Einheimische drauf. Die Babys sind wirklich healthy, weil there is. You wouldn't think that. You wouldn't think they'd be. You wouldn't think they'd be that healthy. Because of the much fish they get. Like. I don't know, but you have that much like cross pollination. Yeah. There is a number of not successful birds as well. They bring it from the mainland. Mainland is like 15 minutes from here. Bueno, la isla que tenemos a la izquierda se llama Islote San Bernardo. Es una de las islas más densa poblada del mundo por su extensión. Tiene 10.000 metros cuadrados y la habitan 1.200 personas. La mayoría de la gente que vive acá son niños. La gente de acá viene de la pesca y el turismo. Esta isla en un 20%. So, jetzt sind wir da angekommen, wo wir Mittagessen. Isla de Rosario oder so ähnlich heißt das hier. Muss ich nenne mal abgucken. Auf jeden Fall brauchen wir hier keine Sauna, das steht schon mal fest. Hey, la María, ¿le estás hoy? Here we go, our friend with the Coco Loco, enjoying the Colombian culture. Nobody's kidnapping him yet.
So, jetzt wird es hier friedlich. Touristen fahren wieder aufs Festland zurück. War schön. Coco Loco war das Beste. Kokosnussmilch mit Rum. Das ist der Platz, wo ich jetzt mal einen kleinen Sandauer nehme und vor allem mal Salzwasser loswerden muss. Durch ein Bier neutralisieren. Tja, so ist das hier in Kolumbien. Hopp. Also. So. Wir sind in meinem Sundowner Platz. But it's full.